Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen SPC. Kurze Info, ich weiß gar nicht, ob ich diese Wochenende auf LC spielen werde, weil die Server sind so kacke, die kotzen mich einfach nur an. Ich bin auch schon drei oder viermal aus dem Spiel rausgegangen, einfach so nach dem 0-1. Es sind Speedlags drin, es ist ganz merkwürdig. Ich drücke nach links, er läuft nach rechts, dann irgendwelche. Der läuft gegen mich, dann läuft er auf einmal weiter. Ich nehme den Ball ab, er läuft einfach weiter, schießt das Tor. Mein Neuer, der macht irgendwelche komischen Sachen. 10 Meter vor ihm schießt er ihn an, der schießt das Tor dadurch. Ah, ganz, ganz, ganz komisch. Und, ach, darauf habe ich überhaupt keine Lust. Im Moment bin ich ein bisschen angekotzt halt von FIFA, weil es mich so super nervt, dass die Server so schlecht sind, dass sie es einfach nicht gebacken kriegen. Wir machen heute Top-Momente SPC. Spieler aus derselben Liga, mindestens zwei Spieler aus einem Verein, mindestens drei. Selten mindestens eins Team. Gesamtwertung 75, Team Chemie 65, Anzahl der Spieler im Team 9. Johan Bradberg, Franco Armani, Andrada, Granqvist, Eduardo Salvio, Bruno Zuccolini, Enzo Perez, Emil Forsberg, Navigator. Und das war es. Gibt ein Goldspieler-Pack. Also macht viele Erstbesitzer rein. Das Pack ist nicht das geilste. Trotzdem wollen wir es gerne mitnehmen. 84 bis 81 km heute. Werde ich morgen vorbereiten mit der Außenseiter. Wir machen heute Top-Partien. Ich habe es euch ja versprochen. Ich mache die heute fertig. Lade sie quasi am Sonntag hoch. Guangzhou gegen Guangzhou R und F. CSL, mindestens ein Spieler, sondern für einen maximal drei. Selten oder UEFA Champions League selten. Mindestens zwei Teamgesamtwertungen, mindestens 75. Team Chemie, mindestens 75. Anzahl der Spieler im Team 11. Blaswitsch, McCarthy, Puppe, Tompkins, Parkes, Denton, Shelby, Bentaleb, Rose, Jo Linton und Alan Cardes. Ihr wisst es, wenn ihr nicht hinterherkommt, tut einfach Pause oder Leertaste drücken. So, Neapel gegen Inter. Mein Torwart fehlt. Wer ist denn in meinem Tor? Ich muss erstmal wieder gucken. Dauert jetzt 2 Sekunden. Im Hintergrund muss ich mich jetzt erstmal mein Dings machen. Andrada. Andrada, Andrada, der Junge ist aber weg. Okay. Halte ich bei Guangzhou Andrada am Tor? Ich glaube nicht. Der ist einfach abgehauen, der Junge. Der hat keinen Bock mehr auf mich gehabt. Sofort kaufen, dann haben wir ihn direkt. So. Natürlich sein, dass ich mehrere Squads habe, dass ich auch mal selten dieselben Spiele einfach drin habe. Das kann passieren, das ist halt manchmal einfach so. So. Jetzt ist er nicht mehr da. Da ist er jetzt. Schon passt's wieder. Neapel oder Inter mindestens eins, Vereine mindestens drei Spieler aus derselben Liga, maximal fünf selten oder Champions League selten, mindestens zwei Teamgesamtwertungen, mindestens 77 und Team Chemie 80. Und jetzt natürlich Andrada, ich habe jetzt für 900 gekauft, ihr kriegt ihn auch für 800. Montiel, Rojo, Martinez Quarta, Diamante, Berardi, Perez, Di Francesco, De Paul sowie Correa und Diego Llorente. Gibt ein Prime-Elektrum-Spieler-Pack. Gestern in der Folge, in der 100. Folge von FIFA 20 SPC, haben wir geile Spieler gezogen. Jetzt fehlt mir hier links der Spieler. Also, wieso nehme ich eigentlich immer dieselben Spieler? Vielleicht soll ich es mal so umstellen, dass ich nicht immer dieselben Spieler habe. Auch wenn es dann halt für mich am einfachsten ist. So. Wo ist es hin? Wo ist es hin, mein Beispiel? Ach, die Francesco brauche ich ja noch mal. Den habe ich eben abgegeben.
Gerade jetzt habe ich natürlich nicht so viel Nutzen. Ist jetzt blöd. Aber es sollte ja reichen. Leertaste. Also ich nehme jetzt immer Sofortkauf. Man kann ihn natürlich billiger bekommen. Ich habe keine Lust zu warten im Video für euch, deshalb mache ich jetzt einen etwas höheren Preis. Ihr könnt natürlich ein bisschen snipen, aber im Grunde sind es halt 200 bis 300 Coins und da sage ich jetzt für das Video Scheiß drauf. So nötig habe ich die Coins jetzt auch nicht, dass ich da jetzt halt nochmal groß jetzt danach gehen werde. Video ist fertig. Auch nicht schlecht. Gladbach oder Dortmund, mindestens 2 Nationalitäten, mindestens 3 Spieler aus einem Verein, mindestens 3 seltene Champions League, mindestens 3 seltene. Team Gesamtwertung 79 sowie Team Chemie 80. Dortmund hat übrigens heute 2 zu 1 gewonnen, wer es noch nicht wusste. Barkas, Toprak, Hasebe, Cikrinski, Livaja, Traoré, Delaney, Pellegrini. Unser Di Francesco, den wir eben geholt haben, Götze sowie Pavoletti. Gibt ein seltener gemischtes Spielerset. Und jetzt natürlich das Topspiel des Wochenendes. Für mich jedenfalls. Manchester United gegen Manchester City. Manchester United oder Manchester City. Mindestens 2 Spieler. Spielausfall maximal 3. Spieler mit derselben Nationalität mindestens 3. Seltene Leute Champions League mindestens 3. Team Gesamtwertung 81. Team Chemie 85. Lecomte, Maguire, Zuma, Capoue, Johnny, Juan Mata, Dani Ceballos, Pozuelo, Pedro, Santimina sowie Christian Tello. Gibt ein Premium-Goldspieler-Pack. So, und jetzt mal gucken, ob wir vielleicht wieder was ziehen. Letzte Folge haben wir ja, wie gesagt, 2 geile Karten gezogen. Wir haben eine Eventkarte gezogen. Es war nur 10k wert, aber es war eine Eventkarte. Deshalb freue ich mich. Und natürlich unser Allison im Tor. Vielleicht haben wir auch heute wieder Glück. Vielleicht ist der Fluch endlich gebrochen. Mach richtig geile Spiele zu ziehen, aber sowas gibt es so nicht. Guck mal hier. Wieder so ein. Ich verstehe diese schwarzen Karten nicht. Kann man die am Ende dann irgendwie abgeben? Warum gibt's Black Cards? Wofür sind die? Was mache ich mit denen? Da fra Oh, ein Hunter hier drinne. Das ist geil. Guck mal, hier sogar Stuttgart drauf. Goldspieler-Pack. 12 Stück, nur einer selten mehr. Da habe ich eben auf der Packung, was ich noch fest drin gehabt habe. Aber wir hatten immer auch eine Hand da drin. Mal schauen. Nee. Premium-Goldspieler-Pack. Let's go. Hashtag Packlack in die Kommentare. Und das ist ein Wand, aber Gott. Sieht denn vor? Links ist ist denn der Junge wert? 10k auf jeden Fall? Ja, doch, 10k. Kann man jetzt natürlich sagen, 10k haben oder nicht haben. Ich nehme es natürlich gerne mit. So, Megapack. Da hatten wir das letzte Mal alles drin. Ha! Das war nix. Vegetarier. Verkaufe ich, das ist mir der Aufwand nicht wert.
Wieder nix. Wieder nichts. Korea kriegen wir zurück. Wieder so eine Black Card, Corozzo. Das ist jetzt meine dritte. Was kann ich mit dem machen? Für irgendwas müssen die ja gut sein. Schade. Voll an. Nochmal zwei Black Cards. Was ist denn mit diesen Karten hier los? Aber die sind auch nichts wert. Es sind einfach Black Cards. Merkwürdig auf jeden Fall. Merkwürdig. Ich sag schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst trotzdem ein Like da für die Folge, kommentiert natürlich, wenn ihr Bock habt, was ihr drin hattet und abonniert den Kanal, damit ihr mehr FIFA 20 Content sehen könnt. Der natürlich, ich versuche es täglich zu machen, aber ich habe ja gesagt von Anfang an, ich werde hauptsächlich SBCs nur nehmen, die ich selber mache, die ich selber benutze oder halt Vorschläge mache von geilen Spielern, die man halt einfach nachbauen sollte. Aber keine random Spieler, die überhaupt nicht zu mir passen und ich nicht haben möchte. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.